Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ich begrüße immer beide Trainer auf dem Podium, Konrad Fünfstück und René Weiler, und bitte den Trainer der Gäste um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, zunächst mal schön, fast schon schön gute Nacht. Wie Sie sich vorstellen können, sind wir natürlich enttäuscht heute. Es war keine gute Woche. Ich denke, wir wussten, was uns heute hier erwartet in Nürnberg, dass wir eine Mannschaft haben, die ja vor Selbstvertrauen strotzt. Und dann spielst du hier ein Spiel, wo ich der Mannschaft eigentlich nur ein Kompliment geben kann, denn sie hat gekämpft, sie hat gearbeitet, sie hat sich an die taktischen Vorgaben gut gehalten und wirklich Nürnberg bearbeitet. Sie hatten selten Lösungsmöglichkeiten gegen uns. Und eigentlich hat man immer so das Gefühl von uns, ja, dass Nürnberg so ein bisschen heute vielleicht bezwingbar ist und dass du dann ein Tor machen kannst. Und dann kriegst du das 2-1 und verstehst auch nicht richtig, warum und wieso. Kommt der Ball von der Seite rein, dann ist er im Netz drin und dann, dann feuern die sich auch wieder in jeden Ball rein und es rutscht halt keiner rein. Unterm Strich wissen wir genau die Situation einzuschätzen, dass es in der Tabelle auch alles sehr, sehr eng ist. Wir gucken genau hin. Wir haben sehr viele enge Spiele jetzt gehabt in der Rückrunde und oftmals nicht zu unserem Glück. Wissen aber auch, wenn du arbeitest und wenn du als Kollektiv zusammenstehst, so wie heute, dann wirst du auch erfolgreich wieder sein. Und jetzt heißt es, die Mannschaft aufrichten und dann gegen Bochum nächste Woche ein neues Spiel. Und irgendwann wird das auch zurückkommen, davon sind wir fest überzeugt. Nürnberg, wie gesagt, alles Gute dem Club. Dankeschön. René, bitte. Ja, zuerst einmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass wir heute sehr gut gespielt hätten.